Meine Damen und Herren, nehmen Sie bitte die Plätze ein. Ich unterbreche die für die Pause unter. Ich unterbreche nicht, nein. Ich bin schon weiter am Tag fortgeschritten, als ich dachte. Also, ich eröffne die unterbrochene Sitzung wieder und teile Ihnen mit, dass eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt worden ist ein dringlicher Entschließungsantrag von CDU und Bündnis 90 Die Grünen. Professionelles Handeln der Polizistinnen und Polizisten im Dannenröder Forst sichert die Rechte aller Beteiligten und ist Zeichen unseres funktionierenden Rechtsstaates. Dank und Respekt für Menschen in Uniform, Drucksache 4266 aus 20. Die Dringlichkeit wird bejaht. Dann wird dieser Top 89 und kann, wenn jetzt niemand widerspricht, mit Top 73, den wir am heutigen Nachmittag noch behandeln, zu diesem Thema aufgerufen werden. Meine Damen und Herren, darf ich Sie bitten, jetzt wirklich Platz zu nehmen und ein wenig mehr Ruhe einkehren zu lassen? Meine Damen und Herren, bitte nehmen Sie Platz. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 3, den Wahlvorschlag der Landesregierung zur Wahl des hessischen Datenschutzbeauftragten. Nach 9 Absatz 1 des hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes wählt der Landtag auf Vorschlag der Landesregierung die hessische Datenschutzbeauftragte oder den hessischen Datenschutzbeauftragten. Die Landesregierung hat am 30.11.20 beschlossen, Herrn Prof. Dr. Alexander Rossnagel mit Wirkung ab dem 01.03.2021 für die Dauer von 5 Jahren für die Wahl zum hessischen Datenschutzbeauftragten vorzuschlagen. Herr Prof. Dr. Rossnagel ist bereit, das Amt zu übernehmen. Der Wahlvorschlag mit der Drucksache 4198 aus 20 liegt Ihnen vor. Weitere Wahlvorschläge liegen nicht vor. Wenn sich kein Widerspruch erhebt, schlage ich vor, über diesen Wahlvorschlag durch Handzeichen abzustimmen. Wird der Wahl durch Handzeichen widersprochen? Das ist nicht der Fall. Wer dem Wahlvorschlag Drucksache 204198 zustimmt, den bitte ich um das Handzeichen. Die Gegenprobe, Enthaltung, dann ist dieser Wahlvorschlag mit Enthaltung der SPD und Zustimmung des übrigen Hauses angenommen. Ich stelle folglich fest, dass Prof. Dr. Alexander Rossnagel mit Wirkung ab dem 1. März 2021 zum hessischen Datenschutzbeauftragten für die Dauer von 5 Jahren gewählt ist. Der Herr Landtagspräsident wird dem neu gewählten Datenschutzbeauftragten die Glückwünsche des gesamten Hauses übermitteln. Nach § 9 Absatz 2 des hessischen Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetzes wird die erforderliche Verpflichtung des neu gewählten Datenschutzbeauftragten vor dem Landtag zum gegebenen Zeitpunkt erfolgen. An diesem Termin können Sie Herrn Prof. Dr. Rossnagel hier im Plenarsaal kennenlernen und willkommen heißen.